Okay, damit hätten wir einen Zug geklärt und wir haben ein super Item gefunden. Etwas, ein Waffenteil, ein gehobenes Waffenteil zur Verbesserung einer Waffe auf eine nächste Stufe. Und wie ich gerade sehe, habe ich ganz vergessen, die Kisten vorhin alle kaputt zu machen und die Ressourcen aufzusammeln. Zum Glück bin ich nochmal zurückgekommen. Die hätte ich nur ungern liegen gelassen. Hört ihr das? Diese Stille? Tja, das ist das Geräusch von toten Zombies. Oder was auch immer das für Dinger sind, keine Ahnung. Ich denke, es hat sich gelohnt, diesen Straßenabschnitt hier zu klären. Very nice. Und da höre ich schon wieder welche. Okay, hier direkt gegenüber von unserem Unterschlupf, da waren wir auch noch nicht wirklich zur Gange. Aber weil wir gerade da sind, würde ich sagen, erstmal zurück. Einen Kaffee trinken. Oh, das mache ich jetzt IRL auch gleich mal. Ah, Groovy. Das tut gut. So, Ash, haust dir rein. Sebastian, meine ich. Ich habe gerade eine Reportage über The Evil Dead, Schrägstrich Tanz der Teufel gesehen, deswegen war ich gerade auf Ash. Entschuldigt bitte. So. Okidoki. Können wir hier was verbessern? Verbesserungen. Die Armbrust. Harpunenbolzen. Oh, Harpunenbolzen erhöht die Durchschlagskraft. Ah, das ist doch nicht verkehrt. Ich denke, das ist eine meiner stärksten Waffen. Und huiuiui, die kann man ordentlich verbessern. Von 100 auf 150, auf 200% und dann noch auf 250%. Ja, da fangen wir doch mal mit an. Nicht, nicht, nicht? Das lohnt sich auf jeden Fall. Ah ja, da brauche ich diese Metallrohre, Spritzen. Naja. Gleich mal ausprobieren, wie das hier alles funktioniert. Aktuelle Komponenten. Ja, nehmen wir doch mal mit. Dann sind wir voll und können uns zwischendurch mal heilen. Sollte es die Situation erfordern. Ja, passt. Ich würde sagen, wir sind vorerst zufrieden. Besuchen wir Lady Nurse noch einmal kurz. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Schleim wir gesammelt haben. Also, dieses grüne Gel meine ich. Wenn ich sage Schleim, meine ich grünes Gel. Und vielleicht können wir unsere Fähigkeiten aufstocken. Detective Castellanos. Immer ein Vergnügen. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut.
Diese Wände, der Stuhl. Sieh, als hätte sich rein gar nichts verändert. Ja, Lady Nurse, da hast du recht. Genau wie damals, vor 3 Jahren. Fast wie ein Déjà-vu. Hey, ich bewege mich 25% schneller in geduckter Haltung. Darauf wollte ich hinaus, also nehmen wir schon mal den ersten Part. Den zweiten will ich natürlich auch. Dann bewege ich mich 50% schneller, also um die Hälfte. Ja, darauf arbeite ich. Und dann werde ich im Nahkampf noch effektiver sein. So, das speichern wir mal kurz. Und dann legen wir wieder los. Ach, ich Depp. Da kann man sehen, was passiert, wenn man einmal pennt. Der Spiegel war ja genau neben dem Speicherort. Okay. Da würde ich sagen, sehen wir uns doch mal gegenüber von diesem Unterschlupf hier um. Mal sehen, was sich da alles auftut. Okay, die sehen ziemlich verschlossen aus. Ich will es natürlich trotzdem mal prüfen, kann ja sein, dass ich mich irre. Aber nee, die wurden von Mobius versiegelt. Und der hier? Die Tür? Nein, geht auch nicht auf. Auch versiegelt. Oh, komme ich da durch? Nein. Dicht. Dicht. Da hinten war ich auch schon. Hier haben wir zwar alles gecleant, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich gecheckt habe, ob man da hineinkommt. Genauso dicht. Ein verdammter Jammer. Okay, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Deswegen nochmal ein kurzer Blick zu dieser Kreuzung. Und jetzt sehen wir mal nach, was hier auf uns wartet. Oh, da kommt man rein. Union Besucherzentrum. Na, da bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Schießpulver, jawollo. Ein Resident Evil Kraut. Die Pflanze wäre ein bisschen groß, um sie mitzunehmen. Aber Sebastian scheint trotzdem... Oh, was ist das? Willkommen in Union-Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadtcharme und modernem Komfort. Umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfachere Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihrer Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Ein Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt?
Naja, mit toten Zombie-Armen. Naja. Das war vielleicht mal eine schöne idyllische Kleinstadt. Und was ist das jetzt? Der Vorhof zur Hölle. Eieieiei. Ja, verdammt. Oh, da geht's auf jeden Fall noch nach unten. Aber kommt man hier irgendwie anders rein? Gibt's hier noch eine Tür? Einen Durchschlupf? Den ich übersehen habe? Nein. Nur dieses Foyer und die eine Tür. Okay, vielleicht muss man erst etwas freischalten, etwas triggern, sodass man später hier hinkommt. Sollten wir uns auf jeden Fall merken. Oh, was ist das? Eine Statue. Ah, ein Schlüssel. Ich entsinne mich. Leichenschrankschlüssel. Mit diesen altmodischen Schlüsseln kannst du Leichenschränke in Schwester Tatjanas Leichenhalle öffnen. Schwester Tatjana? Ach, die meinen Lady Nurse. Ja, ich entsinne mich aus dem ersten Teil. Boah, das war was. Ich habe erst, glaube ich, nach der Hälfte oder sogar noch später gecheckt, dass man diese Statuen zerdeppern muss und Schlüssel bekommt. Und habe quasi die Hälfte des ersten Teils völlig ohne diese Goodies gespielt. Ach, aber jetzt hier im zweiten Teil, da weiß ich's zumindest von Anfang an. So, was bist denn du für einer? Na, leichte Hektik? Wahrscheinlich dreht er sich jetzt um. Na, ah, ich wusste es. Verfluchter, mieser Kleiner. Halt die Fresse. Na, komm her, du. Na, komm, komm. So. Bin ich. So. Glotz nicht so blöd. Ganz schön schnell, das Mistvieh. Wenn ich jetzt mich erhebe und im normalen Tempo hinter ihm herrenne, dann hört er mich wieder. Eieieiei. Oh oh. Wie weit kommt er vor? Kommt er? Kommt er? Kommst du? Na, na, na? Du kannst dich hinter Pflanzen verstecken. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Was ist er denn jetzt? Okay, wenn er sich jetzt wieder umdreht, dann ist er gewesen. Idiot. Aber danke dafür. Oh, Schießpulver. So, du hast nichts bei dir. Ach ja, die Kiste, nicht vergessen. Die Treppe. Wo führt sie uns wohl hin?
Dahin schon mal nicht. Aber hier war doch eine Leiter. Genau. Ich kann ihn hören, aber noch nicht sehen. Doch, da. Nur einer. Oh. Wie freundlich von dem Spiel, nur einen hier raufzustellen. Das wird einfach. Und tschüss. Oh, oh. Ja, was liegt denn da alles? Aha, da geht das Herz auf. Beschädigtes Präzisionsgewehr. Dieses Präzisionsgewehr ist stark beschädigt. Mit den richtigen Teilen könnte es repariert werden. Allerdings kann der Vorbesitzer dir nicht mehr sagen, wo man sie findet. Ja, das ist scheiße. Der Lauf ist hinüber. Aber der Rest sieht gut aus. Ich muss ein paar Ersatzteile finden. Oh ja, die werden wir finden. Mobius, Kommunikatorprotokoll. Wir sind auf dem Dach des Gebäudes neben dem Besucherzentrum. Ach, der Lauf des Präzisionsgewehrs ist hinüber. Ich brauche Ersatzteile. Die sind im Vorratsschuppen gegenüber von Union Auto Repair. Der ist ganz oben im nordwestlichen Winkel der Stadt. Direkt am Rand des Bruchs. Komm schon, Mann. Mir egal, wo sie sind. Bring sie mir einfach, bevor diese Dinger hier aufs Dach kommen. Ach, scheiße, Mann. Warum krieg immer ich die gefährlichen Jobs? Tja, man weiß es nicht. Vielleicht, weil du ein Trottel bist und deswegen immer an die Front geschickt wirst. Naja, wie dem auch sei. Sehr interessant. Damit haben wir jetzt mal erfahren, wo sich ein paar Ersatzteile befinden. Gut für uns. Die Informationen speichern wir mal ab. Und wenn wir nachher in der Gegend sind, holen wir uns das Zeug. Dann geht's an die Werkbank. Und dann wird dieses Präzisionsgewehr wieder auf Vordermann gebracht. Yippie-ya-yeah. Okay, hier haben wir alles abgegrast. Und hier oben scheint sich auch nichts mehr zu befinden. Also dafür, dass ihr drei ausgebildete Mobius-Agenten wart und sich nur ein einziger Zombie hier oben befand, habt ihr gegen den aber ganz schön abgelost, Leute. Ganz schön abgelost. Naja, zum Glück haben sie mich jetzt geholt. Kann ich immer aufräumen, ne? Oh, eine Pflanze. Hinten ist ein Tor. Ja, aber bevor ich weiter nach hinten gehe, will ich hier erstmal alles abgrasen. Hier gibt es ja noch ein Gebäude. Da war ich noch nicht drinnen. Oh, eine Kirche. Sieht aus wie eine Kirche. Ist eine Kirche. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Oh Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. Bitte.
Ja, ist das. Okay, das kam ein bisschen überraschend. Erstmal weg. Erstmal raus aus dem Chaos und einen Überblick verschaffen. Blöder Sektenzombie. Oder ist das eine Zombie-Sekte? Ich glaube ja, ersteres. So, jetzt führen wir sie wieder hinters Licht. Na, wo seid ihr denn? Einer da? Oh, toll. Der musste mich ja wieder entdecken. Also weg hier. Oh, die anderen sind zurückgeblieben. Ah, verdammt, ich hab den rechten Stick. Ah, au. Au. Ja, sag mal, fick mich doch. Puh, das war knapp. Hätte er noch einmal zugelangt, wäre ich weg gewesen. Ja, okay, das kam ein bisschen überraschend und ich habe mich auch nur verdrückt und ach, da kam alles auf einmal. Aber egal, ich hab's ja geschafft. Jetzt zu dir, du Anführer Sekten Oberglongo. Du hast das alles ausgelöst. In dem Moment, als ich ihn abstechen will, dreht er sich um. Diese kleine Mistbratze. Okay, das gleiche nochmal. Father of Death. Er wird gleich wirklich des Todes sein. Ja, verschwinde. Und jetzt dreh dich bloß nicht um. Ja, ich bin gar nicht da. Du bist ganz allein. So, du miese Sau. Das hast du verdient. Okay, bleibt noch einer. Na komm schon. Sehr liebensgewürzig von dir, dass du dich extra zu mir bewegst. Da muss ich mich nicht so anstrengen. Very nice. Okay, wir wollen ja den Schleim nicht vergessen, den der Todespriester hier abgesondert hat. Und dann gehen wir mal zurück in die Kirche. Da wird sich doch bestimmt irgendwas Nützliches befinden, wenn das so ein Aufgebot war. Wir werden sehen. Schießpulver braucht man. Damit kann ich Patronen herstellen. Ah ja, ich wusste doch, auf irgendeiner Bank liegt noch irgendwas Nützliches rum. Ich wusste es. Schon im Zug in den Waggons. Da zwar nicht, aber es lohnt sich immer mal einen genaueren Blick hinzuwerfen. Oh, eine riesengroße Pflanze. Die nehmen wir mit. Ich weiß aber nicht, wo er sie hinstopft. Aber wir haben sie dabei. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Ach ja? Woran erkennst du das? Hui, eine Statue. Und einen zweiten Leichenraumschlüssel, Leichenschrankschlüssel. Okay. Gut, weiter geht's.